So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forza Horizon Heights zum Forzaton, wo es wieder mal ziemlich geile Preise gibt, aber der heißt 2918 Spider. Weil es ja zum Namen Putting on the Show, Show Everyone Your Skills. Und das Bild, ja, es dürfte ein neuer Ford Focus RS sein, der sich gerade ein wenig im Kreis dreht. Immer wieder vier Sachen zu observieren, auch halt den 918 zu gewinnen, richtig geil. Der hat da einigen im Porsche Pack gefehlt, aber der kommt auch ins Spiel für alle kostenlos. Aber ich denke mal, wenn das Video hier rauskommen wird, ist der wahrscheinlich schon vorbei. Der geht, glaube ich, meistens, also laut hier jetzt deutscher Zeit, Dienstag 9 Uhr bis Mittwoch 9 Uhr morgens. Deswegen wird er wahrscheinlich erst danach erscheinen. Ich denke mal Mittwoch 17 Uhr, wie immer. So, und zwar die erste Herausforderung heißt Means to do that. Perform 10 Crash Landing Skills to win 3 Wheels Wins. Das müsste so viel heißen, also wir müssen 10 Bruchlandungsfähigkeit machen. Das heißt, ich denke mal, während wir, oder wenn wir springen und wieder auf den Boden aufkommen, müssen wir damit etwas zerstören, weiß ich, auf einen Zaun fliegen oder irgend sowas, oder, ne, ihr wisst, was ich meine. Dann Dirty Half Dozen, perform 6 Trashman Skills to earn 35.000 XP. Also 6 Müllmann-Fähigkeiten machen, also 6 Mülltonnen umfahren quasi für 35.000 EP. Oh ja, ist nicht schlecht. Danach Can You Believe It, perform 3 Two Wheel Skills to receive 80.000 Credits. Ja, 80, genau. Also, wir müssen dreimal auf zwei Rädern fahren, um 80.000 Credits zu erhalten. Und den besten Preis, denke ich mal, Airborne Hero. Perform an Airborne Pass Skill to win the Porsche oder Porsche 918 Spider. Ein Airborne Pass Skill, das müsste sein, dass wir ein Auto, glaube ich, in der Luft überholen müssen. Das heißt, während wir springen und ein Auto, denke ich mal, auch springen, müssen wir aber in der Luft ein Auto überholen. Dann wahrscheinlich auch sauber auf allen vier Reifen wieder aufkommen. Würde ich jetzt zumindest sagen. Deswegen, wir fangen mal an mit den Müllmann-Fähigkeiten, die 6 Stück. Die mache ich jetzt hier in Surfers Paradise, wo ja nicht viele Mülltonnen stehen, mit dem Panamera. Bin ich auch im Let's Play gefahren. Wann kam die Folge eigentlich raus? Kommt die am Dienstag raus? Ich weiß gar nicht. Oder kam die am Dienstag? Ups, mal gucken. Hier ist schon mal eine Mülltonne. So, ich bin der erste Müllmann. So, nicht rammen bitte, danke. Nicht rammen, habe ich gesagt. Okay, das war meine Schuld. So, wo stehen denn noch meine Mülltonnen? Ich würde sagen. Ha! So, Arenantrieb läuft. Ich mal wieder in die Richtung. Weil im Norden der Stadt, da stehen sehr viele Mülltonnen, das weiß ich. Das war schon mal ein Forzaton. Das war, glaube ich, damals. Da bin ich gefahren, glaube ich, den M4. Da muss man, glaube ich, 30 dieser Fähigkeit machen. Oder 50, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall relativ viel. Aber was aber trotzdem eigentlich einigermaßen schnell ging. Hat jetzt nicht irgendwie Stunden gedauert. Die habe ich gesehen, mein Freund. Da stelle ich mal vorne. Jetzt habt ihr eure Mutter draußen stehen, die wird, weiß ich, heute abgefahren oder morgen früh. Kommt erstmal so ein fetter Panamera und rammt euch die volle Kanne um. Und ihr denkt, ihr sterbt gleich, weil der Fahrer euch umfahren könnte, aber nee. Er will nur die Mülltonne haben. So, Mülltonne, Mülltonne, wo bist du? Das ist keine Mülltonne, aber das ist eine. Nee. Ja, ich kann sehr gut gucken, meine Augen, ich weiß. Nein, ich trage keine Brille. Ich muss eigentlich auch keine tragen. Ich war auch noch nicht beim Augenarzt oder so. Das sollte ich aber eventuell mal tun. Weil zum Beispiel beim Forzaton, da kann ich einige Sachen echt relativ schlecht lesen. Ich fahre mal jetzt hier weiter. Das ist doch eine, oder? Okay, das ist wohl eine Betonbank. Ist in Australien wohl so üblich. Dass dort alle Bänke, die dort irgendwo stehen, aus Beton sind. Ich hoffe, hier ist keiner. Be Komm, Müllmann. Ah, ich warte mal hier kurz. Ach, das waren sie schon. Ah, ging ja schnell. Das dreckige halbe Dutzend. 35.000 P. Reicht, glaube ich, nicht für den nächsten Wheelspin. Nee, leider nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Also jetzt machen wir dann noch dreimal auf zwei Rädern fahren. Das macht sich, glaube ich, am besten am Flughafen. Würde ich jetzt mal behaupten. Oder halt irgendwo, wo eine Rampe ist. Oder am Sägewerk wäre auch gut, ne? Aber ich glaube, wir gehen mal kurz zum Flughafen und sehen uns deswegen gleich wieder. So, und da bin ich jetzt wieder hier am Flughafen im Outback. Auf drei Rädern fahren, auf zwei Rädern fahren müssen wir das Ganze dreimal. Ich versuche es mal hier an der Rampe. Ob es da geht, weiß ich nicht. Die Kennedy war kaputt, aber das gezählt. Waren noch zwei Räder. Hat gezählt, Tatsache. Na Mensch, dann funktioniert es ja also. Also man sieht, ob ich überschlagt, ist egal. Hauptsache, ich müsste einmal kurz auf zwei Rädern fahren.
Das war auch ziemlich kurz, aber das reicht ja. Ständig fahren sie auf der Nordschleife, fahren sie die Nordschleife auf zwei Rädern. Das war nicht ganz. Ich habe ja noch oben den Erfolgstracker gemacht. Wollen sicher direkt, ob das dann zählt oder nicht. Muss nicht tausendmal warten und dann wieder gucken. Ich glaube, nicht so schnell fahren brauchen wir. Ey. Ich habe gesagt, auf zwei Rädern fahren und nicht gleich überschlagen. Wir haben Zeit. Das war wohl safe auf zwei Rädern. Und das zählt nicht! Also das ist ein Skandal! Wie jetzt Jay sagen würde. Es war doch locker auf zwei Rädern, oder so langsam vielleicht? Guck, das war auf zwei Rädern. Was, damit mich verarschen? Das war gerade zweimal auf zwei Rädern. Das vielleicht nicht ganz. Warum geht das jetzt nicht mehr? Das ist jetzt schon mindestens zweimal safe auf zwei Rädern. Das nicht. Das muss ich auch zugeben. Dass das definitiv kein zwei Räder waren. Auch schöner 180. Ah, da oben war es wieder. Ich hab's gesehen. Das war auf zwei Rädern, aber das, was ich vorhin gemacht habe, was eigentlich richtig sauber auf zwei Rädern war, das war richtig in Ordnung. Nicht überschlagen. Was ich eine Sekunde auf zwei Rädern gefahren, dann fertig. Aber nö, gut. Das war nix. Leider nicht. Aber wir brauchen ja zum Glück noch eine Fähigkeit davon. Insgesamt drei und wir haben schon zwei gemacht. Deswegen, das geht eigentlich relativ zügig. Also ich da ganz sofort dran sollte eigentlich relativ zügig gehen. Wenn es ist halt nur, wir müssen halt nur Fähigkeiten machen, bestimmte. War glaube ich auch bisher noch gar nicht so beim Forzaton. Also immer, weiß ich Rennen gewinnen oder irgendwie das und das machen. Urweit springen. Aber hier wollen sie nur Fähigkeiten haben. Ah, da habe ich es gesehen. Bam, Junge. Zack. Und es zählt. Haben nur 0,77% bisher gemacht. Ja, gut. Ich bin einer davon. Deswegen müssen wir jetzt noch. Ich guck noch mal kurz. 80.000 Credits ist wunderbar. Wir haben noch 10 Hochladungsfähigkeiten machen und noch das Überholen in der Luft. Ich versuche mal. Ich kann es nicht garantieren, aber ich versuche mal, diese Bruchlandungsdinger zu machen. Also ich meinte, wir müssen, wenn wir springen und beim Aufkommen irgendwas zerstören. Ich glaube, da sind wir hier am Flughafen auch. Ich habe schon eine Idee. Gar nicht mal so verkehrt. Ich kann jetzt hier über die Rampe springen, aber halt nicht so schnell. Dass wir beim La oder im Sprung oder beim Landen halt da was zerstören. Irgendwie nicht so. War das Bruchlandung? Nee, war keine. Ah. Warte mal. War Bruchlandung? Oder soll ich irgendwie Landschaftsbau? Ne, das soll ich ja auch nicht haben. Warte mal, ich drehe nochmal um. Hör jetzt mal vor Karacho rauf. Da, Bruchlandung. Ha. Müssen nur, glaube ich, ein wenig schneller fahren. Natürlich auch, wenn es geht, nicht unbedingt alles da umfahren, alles rammen. Das ist nicht gefordert. Aber es kann ja die Seite hier, glaube ich, auch gehen, in die Richtung. In die Seite. Natürlich in diese Richtung da. So. Wow. Geile Paletten, muss man schon sagen. Keine Bruchlandung, das ist ja wohl, das ist ja echt unmöglich, Herr Forza. Also für mein Empfinden waren das teilweise doch Bruchlandung. Habe ich das irgendwie falsch verstanden? Ah, wir fahren mal hier lang. Genau.
Oh, nicht so weit. War das eine? Oder wo safe eine? Genau, jetzt haben wir die Nummer 2. Dauert aber auch ein bisschen, ne? Bis wir die haben. Deswegen würde ich sagen, mache ich einfach mal jetzt kurz Pause. Und wir sehen uns dann wieder, wenn ich die ganzen Dinger fertig habe. So, und eine Fähigkeit fehlt jetzt noch. Die würde ich jetzt noch schnell machen, oder zumindest versuchen. Jawohl, Hochlandung, zack. Immer noch den Erfolg freigeschaltet, so muss das. Für drei Lose will ich gleich einlösen. Ich will nur erstmal kurz den Erfolgstracker ausmachen. Den brauchen wir jetzt ja gar nicht mehr. So gesehen. So, drei Lose, werde ich sofort einlösen. Ja, das ist schön. Muss jetzt, glaube ich, warten, oder? Bis es da unten weg ist. Ich will gleich herauskommen, bla bla bla. So, jetzt. Jawohl. Dann sind die drei Lose. So, gewinnen kann ich hier Super Supersport von 69. Aha. Ja, Geld, 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 Geld. Ja, oder doch nicht. Ja, kein Geld. Das ist für Forza wenig, 10.000. So, Alfa Romeo. Alfa Romeo GTA, aha. Gewinnt aber eine Z28, eine alte. Naja. F12 habe ich zwar schon, aber nehme ich gerne. Zumindest den Geld wert. Immerhin noch 90.000, ja, damit kann ich auch noch leben. Wir müssen uns ja nur noch eine Sache jetzt vorher fehlen. Genau, und zwar das Beste quasi. Und zwar diese Überholung in der Luftfähigkeit, die mache ich jetzt auch hier in der Panamera. Deswegen folgt noch ein kurzer Cut. Auf Empfehlung soll man hier diese Strecke fahren für die Herausforderung. Und zwar Goldmine Querfahrt-Einstrecke, die ist bei der Goldmine, wie der Name schon sagt. Und hier soll man diese Fähigkeit relativ gut machen können, wie ich jetzt gehört habe. Ich habe es nicht ausprobiert, logischerweise. Wenn wir jetzt erst sehen. Mal gucken, ob es klappt. Fängt schon mal gut an hier. Also es geht sogar. Also warte nicht. Genau, das meine ich jetzt hier. Okay. Ha! Easy. Ich würde sagen, das ging ziemlich schnell. Alter. Okay. Womit, ich habe eigentlich kein Auto jetzt wirklich in der Luft überholt. Also jetzt nicht übers Auto drüber, aber. Das hat, mir ist das egal. Ich will den Wagen bekommen. Natürlich werden wir auch den 918 jetzt gleich fahren. Deswegen leider noch ein Cut. Da ist das gute Stück jetzt auch endlich in Forza Horizon 3 drin. Der Porsche 918 Spyder. Ein sehr, sehr besonderes Auto. Erstmal, weil es Porsche ist und zweitens, weil es auch ein sehr, sehr schnelles Auto ist. Denn es hat einen 4,6 Liter V8 Saugmotor mit 608 PS. Ist schon geil. Auch so ein Porsche Rennwagen. Also auch ein Rennmotor, der sehr, sehr leicht ist. Ich glaube, das wiegt auch noch 50 Kilo oder noch weniger. Ich weiß das gar nicht. Auf jeden Fall mega leicht, der Motor. Aber das war's noch nicht, ne? Mit 608 PS, das ist schon viel, aber das war's noch nicht. Dann hat er noch Elektromotoren und zwar einen an der Hinterachse mit, ich glaube, fast 160 PS und einen an der Vorderachse mit fast 130 PS. Dann hat er auch durch die beiden Elektromotoren noch Allradantrieb und eine Gesamtleistung von 887 PS und ein maximales Drehmoment von 1125 Newtonmeter. Das ist ordentlich. Ein 0 auf 100, ich glaube, angegeben von Porsche 2,6 Sekunden. Ein Forza ist, glaube ich, noch schneller. War zumindest bisher mal so. Wir gucken mal kurz. Wiegt gute 1,7 Tonnen. Ich meine, es ist schon ein guter Elektromotor und die sind aber leider auch sehr, sehr schwer, vor allem wenn man so viel davon hat. Das wollte ich nicht. Also erstmal ist der hier S2 969. Hat Starten und Bremsen 10, Beschleunigung 9,8, das ist ordentlich. Dann Handling 8,7 und Geschwindigkeit 8,9. Kostet 807.500 Credits. Weil wiegt auch fast 1,7 Tonnen, aber trotzdem sehr, sehr schnell. Sehr, sehr brutales Auto. Wir gucken mal, so 0 auf 100, also 0 auf 60 Meilen. Ja, 0 auf 60 Meilen, 2,2 Sekunden. In der Serie. Noch Fragen? Glaube ich nicht. Dann 0 auf 100 Meilen braucht er 4,9 Sekunden. Ja. Ist auch nicht übel. Dann Topspeed 380,5. Alter. Bremsweg von 100 auf 0, nur 31,6 Meter. Für ein 1,7 Tonnen schweres Auto. Das ist schon echt ordentlich. Das waren 100 Meilen auf 0, 78,9 Meter, auch nicht schlecht. Und Körperbeschleunigung auch sehr gute Daten. Also, das ist schon
Ist ordentlich. Ich hätte auch schon jetzt ein Getriebe drin. Alter. Kann ich schon in der Serie alles einstellen? Boah, geil. Kann schon echt viel einstellen, ne? Das ist schon übel. Mal gucken. Erstmal natürlich wieder der Soundcheck. Mal gucken, ob sich der Wagen auch wirklich so geil anhört. Deswegen seid gespannt. Scheiße. Ich hab's so erwartet ungefähr, aber boah, ist das wieder geil. Auch mit dieser ultimativ geilen Grafik in der Weise, ne? Weil die Autos, die sehen einfach so geil aus. Der Sound, ne? Schon der Sauger dreht doch extrem hoch, über 9000 Umdrehungen. Wir gucken jetzt gleich mal so, warte. Oh, fährt schon schnell los. Jetzt mache ich hier eine Autobahn. Hat übrigens 7 Gang PDK-Doppelkupplungsgetriebe, nur das Beste vom Besten quasi. Steht natürlich auch hier schöne Keramikbremsen von Porsche. Ja, wenn schon, denn schon. Außerdem sind die Bremsen eh leichter. So. Ich würde sagen, ich fahre mal los. Also, der Wagen hat dann echt eine Launch Control, die ist. Die pegelt sich so bei ca. 4000 Umdrehungen ein. Beim Start. Mache ich jetzt auch mal. Mal gucken, wie schnell wir starten können. Danke, Pagani, aber. Man hat, glaube ich, gesehen, das war ziemlich schnell. Jetzt auch mal. Jetzt einfach nur aus dem Stand und Vollgas losfahren. Ohne irgendwas machen, einfach nur so. Der schöne Spoiler, der sich da hochfährt. Auch richtig geil aussieht, finde ich. Das geht ziemlich schnell. Das, wenn man jetzt nicht irgendwie so 1000 irgendwas fährt, wir haben nicht mal 900 PS. Das ist im Vergleich zu anderen Autos hier gar nicht mal so viel. Ich meine, weiß ich, Bugatti hat 1200 PS. Der ist aber, denke ich mal, hier im Spiel davon langsamer. Ich meine, ist halt, das ist Porsche, ne? Deswegen ist mal geil. Wir treten mal aufs Gas hier ordentlich, würde ich sagen. Und gucken mal, ob da auch die 380 rennt. Und der Wagen hier war jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Jahre lang der Rekordhalter auf der Nordschleife für straßenzugelassene Autos in Serienproduktion, glaube ich. Mit einer 6 Minuten 57 auf der Nordschleife, die knapp 120 Kilometer, das ist ordentlich. Wurde jetzt angeblich von dem Lamborghini Huracan Performante unterboten. Jetzt habe ich nur 6,52 gefahren. Nicht wieder Porsche 6,57, glaube ich jetzt zwar noch nicht, aber gut, Alter, es sind viele Autos. Trotzdem, ich meine, unter 7 Minuten, das ist auf 21 Kilometer, die nicht nur geradeaus, sondern auch richtig viele, noch fiese Kurven. Das ist echt ordentlich. Gefahren ist, wie hieß denn der Fahrer davon? Ist der Marc Lieb? Ich glaube, der hieß Marc Lieb. Der das mit dem 918er geschafft hat. Wirklich Gratulation. Deswegen auch ein übertrieben schnelles Teil. Und jetzt auch so die Hauptkonkurrenten, so LaFerrari und P1. Ich glaube, die waren beide auch auf der Nordschleife. Vom Ferrari haben sie, glaube ich, nichts gesagt, was der Verbundenzeit geschafft hat. Beim P1 sagte McLaren unter 7 Minuten. Ist immer genaues nicht gesagt. Ich denke, weil sie langsamer waren. Jetzt würden sie ja sagen, wir haben 6,50 gefahren oder 6,55. Können sie sagen, wir sind schneller. Aber wenn die schon so sagen, unter 7 Minuten und nicht genau, dann werden die wohl langsamer gewesen sein. So, 3,80 haben wir nicht ganz geschafft. Alter, viel Verkehr. Aber trotzdem, es reicht aus. Der Sound ist doch geil, ne? Vom Runterschalten, warte mal. Warte, warte. Das schaltet auch so schnell, ne? Das ist ein Wimpernschlag, wenn überhaupt. Könnt ihr mal ausprobieren in meinem Video, wenn ich schalte. Ich kann mal kurz einen Wimpernschlag machen. Gucken, was schneller ist. So. Ich muss noch die Kurvenlage testen. Hat zum Glück Allrad da ja auch eine relativ gute Kurvenlage. Und dann noch Elektromotoren. Die sind ja auch sehr gut fürs Fahrverhalten. Das ist ja so, jetzt wollen wir aus meinem Amateurwissen. Eigentlich jeder Motor, an sich ein ja, normaler Verbrennungsmotor, der mit Benzin läuft oder an sich mit normalem Sprit läuft, der braucht ein bisschen, bis er Leistung hat. Egal ob Turbo oder nicht Turbo, die brauchen einfach ein paar Umdrehungen, bis sie Leistung haben. Turbos kriegen früher Leistung und Sauger halt erst später im oberen Drehzahlbereich, aber so ein Elektromotor, der hat sofort Leistung. Der hat sofort die volle Leistung, das ist halt so richtig geil. Dann kann er quasi noch den Verbrennungsmotor, wenn er gerade nicht so viel hat, noch ein bisschen pushen.
Und das Ergebnis ist dann halt so eine Fahrmaschine. So, da ein bisschen rumfahren würde ich jetzt gerne noch. Da waren wir doch ganz sicher am Let's Play kommen. Ich sage euch auch schon in welcher Folge. Folge 124. Und ich sage euch schon mal in Folge 122, falls ihr noch nicht rauskam, war der Panamera. 123 kommt der Camel GT4. 124 der 918 jetzt und in der 125. Ich habe schon auch die aufgenommen. Die 123 ebenso. In 125 kommt der GT2 mit RWB-Kit und ein wenig getuned diesmal. Kleines wenig. Kleines wenig, genau. Kleines bisschen. So. Da fährt sich ziemlich geil, wie ich finde. Das war schon in Horizon 2 und Forza 6 so. Wenn die KI hier nicht wäre. Also aus Kurven kannst du auch super raus beschleunigen, weil halt der Allradantrieb und die Elektromotoren sind nicht halt sehr stabil. Kannst da sehr kontrolliert fahren. Boah, Alter. Aber dann noch genaueres halt im Let's Play. 924. Wann die genau rauskommt, kann ich euch noch gar nicht sagen. Weil aktuell kommen ja wieder vier Let's Play-Folgen pro Woche. Meistens Dienstag, Mittwoch und Freitag und Samstag. Muss ich mal gucken. Werdet ihr was dann später sehen? Ich würde sagen, lass uns noch einen Bremstest mal machen. Ja, das geht ziemlich schnell. Das sind halt die gelben Carbon-Keramik-Bremsen von Porsche, die auch so, da so grün, die Bremse da so grün. Also auch hier dieses Logo der Seite ist so grün. Dann auch hier hinten 918 Spider ist grün. Denn auch hier im Cockpit hier so grüne Nähte, grüne Zeiger in den, ne, in den Instrumenten. Dann hier auch so ein, dieser grüne Streifen da oben am Lenkrad. Es ist einfach, es ist geil. Auch das Grüne steht auch so ein bisschen halt für Elektrounterstützung, für ein wenig umweltfreundliches Fahren. Weil Verbrauch ist ja dadurch relativ niedrig. Denn der Wagen kann auch, glaube ich, bis 130 km rein elektrisch fahren für ein paar Kilometer. Natürlich jetzt nicht viel, das ist kein Tesla. Aber ich meine, es geht immerhin. Ne, ist ja auch was Schönes. Und soll, glaube ich, verbrauchen 3 Liter von 100 Kilometer. Wird, denke ich mal, kein Mensch schaffen. Was natürlich daran liegt, dass man dann natürlich einen großen Teil der Strecke mit den Elektromotoren fährt und ohne den Verbrenner. Weil der wird sicherlich ein wenig mehr verbrauchen. Ich sag dann eher mal so 13 Liter. Weil das ist schon ein ordentlicher Rennmotor, der schluckt, denke ich mal, ordentlich. Dann noch als Sauger, also uiuiui. Mal gucken. Aber näheres denn alles noch in der Let's Play Folge 124. Also wenn ihr mehr von dem Wagen wollt, könnt ihr dann gerne die Folge angucken. Die, denke ich mal, sogar noch diese Woche rauskommen könnte. Mal gucken. Dann ist aber doch dieser Forzaton leider schon wieder vorbei. Was heißt leider? Ich meine, er war schön, ein geiler Wagen. Nächste Woche, sogar noch diese Woche, ich glaube dieses Wochenende von Freitag bis Sonntag, gibt es ja wieder Porsche zu gewinnen. Und ich meine, es war der Porsche 959. Also auch ziemlich geil. Habe ich wieder Bock drauf, deswegen noch ein Porsche. Ja, immer her damit, nehme ich immer gerne. Ja. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns auch in der nächsten Folge wiedersehen. Im nächsten Forzaton, der noch diese Woche ist. Diese Woche ist ja 2. Das ist ja nur dieses Ein-Tages-Event. Oder im Let's Play oder auch bei Dragways oder bei anderen Formaten, die vielleicht noch kommen werden, wer weiß. Also ich will gerne noch andere Formate entwickeln, nur ich bin noch gerade nicht schlüssig, was genau und wie. Deswegen, das kommt alles noch. Und dann würde ich sagen, ich bin raus und ciao.